Das hier sind die brandneuen Bose AR-Frames. Die erste AR-Brille, also Augmented Reality-Brille von Bose. Was sie können für $199, das erfahrt ihr in diesem Video und natürlich auch, was hier in dieser Box drin ist. Wir werden die in diesem Video unboxen. Und damit geht's jetzt los. Hi und herzlich willkommen bei MRTV. Mein Name ist Sebastian Ang und wenn ihr zum ersten Mal hier seid und euch VR und AR genauso faszinieren wie mich, dann abonniert diesen sehr, sehr guten Kanal und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr nichts verpasst. Das ist sie also, die erste AR-Brille von Bose. Und ich bin super gespannt drauf, denn das hier wird die erste AR-Brille sein, die ich auch tatsächlich draußen in der Wildnis tragen werde. Der Grund ist, ja, sie sieht einfach cool aus, ganz normal, wie eine normale Sonnenbrille. Man kann eigentlich von außen nicht erkennen, dass es irgendwie eine bestimmte Augmented Reality Brille ist. Und es hat auch einen Grund, denn das ist keine Augmented Reality Brille, die euch ein Videobild irgendwie ins Sichtfeld rein projiziert. Nein, die Augmentation läuft über Audio. Das heißt, die Information, die ihr über eure Umwelt erhaltet, bekommt ihr per Audio. Zum Beispiel, wenn ihr Google Maps benutzt, wird euch eben per Audio angesagt, jetzt links abbiegen, jetzt rechts abbiegen und so weiter und so fort. Das ist das Besondere bei diesen Bose AR-Brillen. Und Bose möchte darum ein ganzes Ökosystem mit vielen Apps entwickeln, die eben diese Audio-Augmentation benutzen. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine wirklich coole Idee, denn vielleicht braucht man ja nicht wirklich so ein Videobild, welches die Realität überlagert. Und denke mal, als erster Schritt in die Welt der Augmented Reality ist das auf jeden Fall eine super spannende Sache und ich werde die ordentlich für euch austesten. Ja, gekostet hat mich das $199. Gibt es nur in den Vereinigten Staaten. Ich habe es mir besorgt über Big Apple Buddy. Könnt ihr natürlich auch wieder machen und wieder mit Codewort Mixed Reality TV bekommt ihr wieder $10 Rabatt. Wie das funktioniert, ich schreibe es euch nochmal unten in die Beschreibung dieses Videos rein. Ja, was kann ich euch dazu noch sagen? Das ist der Alto Style. Es gibt zwei Styles. Ja, der hat mir persönlich besser gefallen, aber ich schreibe euch auch nochmal in die Beschreibung rein, wie ihr den anderen Style euch mal anschauen könnt. Ja, also denk mal, für Männer ist aber der Alto Style der besser aussieht. In diesem Video werde ich jetzt erstmal schauen, was in der Box drin ist und ich werde sie zum ersten Mal aufsetzen. Aber das ist noch nicht das vollständige Review, denn dafür muss ich das Ganze erstmal über ein paar Tage oder Wochen testen. Und das kann ich jetzt auch tun, weil ich morgen nämlich nach Taiwan fliege und dort werde ich die dann jeden Tag benutzen und danach kann ich euch dann sagen, wie gut oder schlecht sie ist. Aber jetzt schauen wir erstmal, was in der Box drin ist. So, der Moment der Wahrheit. Und das erste, was man sieht, ist ein schönes Bose Brillenetui. Und da wird die Brille dann auch gleich drin sein. So, nehmen wir das mal hier raus. Und hier unten in der Box noch ein bisschen Dokumentation, aber nicht so wichtig. Ich denke mal, wir schauen uns jetzt erstmal an, was im Brillenetui drin ist. Und das sieht schon mal sehr stylisch aus. Das wird hier mit Magneten festgehalten und hier geht's auf. Und das ist sie, die Bose AR-Brille, Bose Frames. Wirklich schön gemacht mit den Magneten, also alles sehr schön stylisch. So, jetzt nehme ich sie mal raus und das allererste, was mir hier auffällt, ist erstmal, wie leicht die sind. Von Bose angegeben sind 45 Gramm und ja, das passt auch ungefähr. Also nochmal um die Hälfte leichter als zum Beispiel die Enreal AR-Brille, die ich auf der CES ausprobiert habe. Unglaublich leicht, richtig, richtig cool. Auf der Seite hier hat man einen magnetischen Verbindungsport, wo man das Ganze auflädt. Es sollte sich jetzt gleich scharf stellen. Ja, genau. Also hierüber verbindet man das Ganze mit seinem Computer, wenn man die Brille aufladen möchte. Das zeige ich euch auch noch gleich, wie das geht. Auch kein Problem. Dann hier, da sieht man jetzt den Sprecherpart. Und auf der anderen Seite auch hier, das hier ist der Lautsprecherpart.
Ja, ansonsten war es das. Auf der rechten Seite unten gibt es noch einen Knopf. Den zeige ich euch jetzt hier. Jetzt sieht man den jetzt hier rechts. Da ist ein goldener Knopf und über den steuert man eigentlich das ganze Gerät. Ja, hier schauen wir mal, was noch hier in der Box drin ist. Das wird das Aufladekabel sein, was über diesen magnetischen Port dann mit der Brille verbunden wird. Aber schauen wir noch mal nach. Und Spannung steigt. Jawohl, ganz genau. Also einfach nur USB, ganz normal USB an diesen magnetischen Port, um die Brille aufzuladen. Und das war's eigentlich schon. Jetzt gibt es nur noch die Dokumentation. Da steht dann drin, dass ihr euch die Bose Connect App runterladen sollt. Und genau das mache ich auch jetzt. Und ich zeige euch ganz kurz, wie ihr die Brille verbindet mit eurem Handy. Ja, nachdem ihr die Bose Connect App runtergeladen habt, startet ihr einfach, drückt auf den goldenen Knopf und ja, sofort wird die Brille erkannt. Ihr müsst noch einmal kurz hier runter swipen, damit die Brille wirklich über Bluetooth connectet. Und das war's. Es geht so einfach und dann ist eure Bose AR-Brille einsatzbereit. So, das war das Unboxing der Bose AR Frames. Und ich habe die Brille auch schon mit meinem Pixel 2 XL gekoppelt. Ja, und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie sie funktionieren. Also ich muss sagen, ich habe das gerade schon mal ausprobiert, ja, für die englische Version dieses Kanals und es hat mich einfach nur umgehauen, wie gut die Audioqualität ist. Aber ich werde es auch jetzt noch mal ausprobieren hier für den deutschen Kanal. Also hier, so sieht's aus, wenn ich die aufhabe. Ich finde ziemlich cool und ja, da wird sich keiner irgendwie wundern, so, hey, was hat der denn für komische Brillen auf? Ja, was hat der für eine komische Brille auf? Das sieht normal aus und ich würde sagen, das sieht sogar gar nicht mal schlecht aus. Also ich werde mich nicht schämen, mit dieser Brille rumzurennen, ja. Und das werde ich definitiv auch tun. Aber was mich wirklich umhaut, ist jetzt die Brille ist jetzt mit meinem Handy gepaart. Ja, und jetzt, wenn ich zum Beispiel Musik höre, ja, ich mache jetzt hier Musik an. Wow, das ist so krass. Ich habe jetzt hier Levels an von Avicii und ich bin total entsetzt. Die Soundqualität ist sowas von super klar, sowas von genial, es gibt es nicht. Die Lautstärke ist jetzt total laut. Als hätte ich jetzt, ich muss es leiser stellen. Ich muss es leiser stellen, weil ich mich sonst nicht darauf konzentrieren kann, mit euch zu reden. Ja, also jetzt höre ich es immer noch wirklich in einer guten Lautstärke, aber ich kann jetzt auch noch weiter hier in die Kammer reden. Ja, also es wird direkt hier in die Ohrmuschel rein projiziert quasi, der Sound. Das ist nicht über Bone Conduction, ja, also es ist nicht über Vibration, das ist ganz normaler Sound, der einfach hier rauskommt. Und ich halte das Ganze jetzt mal für euch an ans Mikrofon ran. Ich denke mal, jetzt müsstet ihr es hören. Also eure Umgebung kann es schon hören. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel hier dort stehen würdet oder dort stehen würdet und ich habe die jetzt auf, dann hört man nicht viel davon. Und das ist schon ziemlich cool. Also alles Audio, was euer Handy liefern kann, wird jetzt hier direkt an die Sonnenbrille mir gesendet. In einem super klaren Sound und in einem Sound, wo ich immer noch das hören kann, was um mich herum geschieht. Also ich kann mich jetzt auch selber noch hören. Ich könnte jetzt im Straßenverkehr auch noch hören, wenn irgendwas los ist. Also es ist nicht so, dass ich jetzt überhaupt nichts mehr hören kann. Ich könnte mich jetzt auch noch ganz normal mit anderen Leuten unterhalten. Ja, also eine wahnsinnig coole Geschichte. Oder ich kann es auch einfach im Google Maps laufen lassen. Und ja, Google Maps wird mir dann sagen, wo ich abbiegen soll, ja? Also echt eine geniale Geschichte. Oder wenn ich angerufen werde auf dem Handy, kann ich auch diesen Anruf mit den Frames hier annehmen. Es gibt hier einen Knopf. Und mit diesem Knopf habe ich jetzt die Musik auch gerade gestoppt.
Und mit dem Knopf kann ich dann auch ja, Anrufe ganz normal annehmen. Das Gerät hat auch ein Mikrofon eingebaut. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo das ist, aber ich werde auf jeden Fall für meinen vollständigen Test natürlich auch die Qualität, meine Audioqualität berücksichtigen. Und werde euch dann sagen, wie gut man damit telefonieren kann. Aber jetzt so für den ersten Eindruck kann ich euch einfach sagen, unglaublich genial. Die Audioqualität ist genial. Ich weiß noch nicht genau, wie lange man damit telefonieren kann, beziehungsweise Musik hören kann. Bose gibt an 3,5 Stunden und das müsste eigentlich normalerweise reichen. Also der erste Eindruck ist einfach nur der Wahnsinn. Ich muss einfach nochmal Musik mal anmachen. Ja, Wahnsinn. Wirklich cool. Für $199 ein Schnapper, würde ich sagen. Gerade weil man eben auch wirklich coole eine coole Sonnenbrille dabei bekommt. Ja, ich zeige euch das nochmal. So sieht das Ganze aus von der Seite. Wow. Aber eben, was mich umhaut, ist einfach die Audioqualität. Das hätte ich nicht gedacht. Klasse. Ja, das soll es jetzt hier für meinen ersten Eindruck gewesen sein. Und ich werde das jetzt auf Alltagspraxis testen in meinem Urlaub in Taiwan. Werde euch auch mal aus Taiwan berichten, wie es läuft mit den Bose AR-Frames. Wie gesagt, $199 erhältlich ab sofort in den Vereinigten Staaten. Ich habe sie gekauft mit Big Apple Buddy. Könnt ihr natürlich auch machen. Dann kommen nochmal $40 drauf, wenn ihr den Code Mixed Reality TV benutzt. Wenn nicht, dann $50. Aber macht's ruhig, ne? $10 günstiger für euch und $10 Kickback für MRTV. Und so unterstützt ihr auch diesen sehr, sehr guten Kanal. Ja, cool. Das sind die Bose AR-Frames. Hätte nicht gedacht, dass sie so cool sind. Und ja, ich freue mich drauf, die für euch zu testen. Das war's für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, ja, dann gebt mir doch den Daumen nach oben. Und wenn ihr diesen sehr, sehr guten Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das doch. Ich freue mich drauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ich werde sie unboxen und ich werde euch sagen, was die alles kann.